Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15. Wir können jetzt erstmal die Ligasorgen vergessen, denn jetzt geht's wieder zur Nationalmannschaft nach Spanien. Das Gute ist, das Spiel, was wir haben, ist nur ein läppisches Länderspiel. Das heißt, ich glaube, dass zumindest ich mal was Test gucken. Ja, ist nur ein läppisches Länderspiel. Und da gibt's eigentlich nicht viel. Ja, da gibt's eigentlich nicht viel, was man da jetzt, was da jetzt schon schlimm sein könnte, da was zu verlieren. Ich habe ja ein paar mitgenommen, ein paar andere, die bei Schalke in der Mannschaft spielen, damit die weiterhin in der Spielpraxis bleiben. Alcacer lasse ich einfach mal, damit der mehr Erfahrung kriegt und schneller sich steigert, direkt im Sturm spielen. Und De Marcos, warum Marcos spielt, dafür lasse ich Thiago natürlich spielen. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir gegen Russland ankommen. Das Gute ist, jetzt habe ich keinen Druck zu gewinnen. Jetzt kann ich schön frei aufspielen und alles ganz ruhig angehen lassen. Andererseits kann man auch nochmal kurz gucken. Tabellenmäßig eigentlich wohl ganz cool. Es steht noch auf Platz 4. Bayern hat gepatzt gegen Hannover. Moment. So, und ja, ich glaube, viel gibt es da gar nicht zu sagen. Wir haben jetzt 17 Punkte, 1 Punkt hinter Wolfsburg. Somit Champions League Quali haben wir. Und ja, eigentlich ist das so schon ganz in Ordnung. Jetzt müssen wir halt nur noch schaffen, dass wir in der Liga auch wirklich konstant 3 Punkte reinholen. Und dann können wir auch uns oben an die Spitzengruppe mit dran setzen. Aber jetzt erstmal Spanien, Russland gegen Spanien. Russland ist russisch, russisch. So, ich nehme mal so die Trikots. Und dann wollen wir noch mal gucken, was wir erreichen können. Ich persönlich hoffe ja, dass wir da was reißen können, aber ich glaube das persönlich auch. Wie heißen Sie? Herzlich willkommen zum Länderspiel. Russland, gut, hat einige gute Spieler, das kann man auf jeden Fall sagen, aber ich glaube, wir haben da doch das größere Potenzial. Wollen wir mal gucken. Das kann man ja auch, das könnte man ja auch zum anderen gegen einige Ligamannschaften sagen. Wo man sagen sollte, ja gut, die haben wohl Potenzial in der Mannschaft, aber normalerweise dürfte da nicht viel anbrennen, außer ich lasse sie halt wieder vor dem Strafraum spielen. Ungefähr so. Ja, so ungefähr. Und dann kann es hier eigentlich auch schon 1-0 stehen. Und es gibt sogar Eckball. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt hier verkacke, dann soll ich ruhig verkacken, das ist nicht EM-Quali. Ich hätte eigentlich besser ein paar jüngere Spieler mitnehmen können. Denn dann könnte ich die testen. Aber gut, das habe ich, nicht gewusst, als ich die Mannschaft gestellt habe. Und somit. Scheiße, warum? Warum steht da denn keiner, Freunde? Und somit ist das jetzt auch hinfällig. Dann. Sag ich einfach mal, teste ich Paco und Thiago in der Nationalmannschaft von Spanien. Ach Mensch. Das Ding kommt, aber Problem. Und jetzt Paco. Und sieht da den Iniesta. Der ist frei. Andres Iniesta, aber links. Ich weiß gar nicht, was er für ein Füßer ist. Ich glaube Rechtsfüßer, aber es kann auch sein, dass er Linksfüßer ist. Muss man mal eben kurz gucken, denn als ich die Songs gesehen habe von Russland, lag er am Boden. Ich will jetzt hier nicht riskieren, dass der sich da jetzt elendig verletzt. Natürlich auch bitter, wenn sich Paco und Thiago jetzt verletzen bei diesen Länderspielen. Was gut ist, das kann ich jetzt so ein bisschen als Training nutzen.
Obwohl, eigentlich auch nicht wirklich, denn mit Schalke ist es halt nochmal was anderes zu spielen. Denn die haben nicht die Qualität, die Spanien hat. Auf jeden Fall die Nationalmannschaft von Spanien. Ey, mein Gott, die pfeifen auch hier jeden Wumms. Aber aufgepasst, Spanien ist jetzt, was Kopfball angeht, nicht so ungeheuer stark. Nach Russland, jetzt muss man den Ball aber irgendwann mal abfangen. Spätestens jetzt. Die Flanke kommt aber rein. Ach, und da gibt es den nächsten Freistoß. Alter, wenn der dann so im Strafraum gepfiffen hätte, dann wäre hier wohl steil gegangen. Und da haut er mal einen hinter, aber der Ball geht dann doch, ich glaube, sogar deutlich drüber. Okay, deutlich vorbei und deutlich drüber. Ach Gott. Ich sag's jedes Mal diesen Scheiß. Ey, und dann mache ich's trotzdem immer wieder. Das ist sowas von bitter einfach nur. Oh! Dann spiele ich hier so ein scheiß Freundschaftsspiel und ich reg mich trotzdem noch über alles einfach auf, aber kann man ja auch nur. Komm. So, Antwort direkt. Das habe ich aber auch. Das musste ich jetzt aber auch machen nach diesem Gegentreffer. Obwohl das noch knapp genug war. Erster Thiago. David Silva. Silva. Und der darf mal schießen, aber ungefährlich. Ah. War Fabregas auch ein bisschen zu flott. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Es muss ein Wurf geben. Iniesta. Oh Gott, was mache ich denn da? Ich weiß nicht, ich glaube, ich packe die beiden Länderspiele in eins. Das ist ja wirklich eher so wie ein so wie die Testspiele am Anfang einer Saison. So, der erste Freistoß für uns, sehr schön. Soll Ramos den entschießen? Also das ist, glaube ich, jetzt nicht der Freistoß-Spezialist. Ah. Immer über die Mauer gegangen, aber. Ansonsten eher ungefährlich. Denk immer schon einen Schritt voraus. Ich wollte gerade schon lupfen. Pass raus auf den Flügel. Und da hatte der noch gar nicht den Ball anvisiert. In seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Jesus Navas.
Ja, kann man nochmal so probieren. Boah. Also Elfmeter kann er jetzt nicht geben, sonst hätte er keinen Vorteil gegeben. Jetzt gibt er eine Verwarnung. Ich dachte, voll kacke, die packen sich auch bei so einer Verwarnung schon hinter eine Hosentasche. Eine Arschtasse. Nein, scheißegal. Also Freistöße hat Russland nicht wirklich drauf. Dürgan. Oh, ich drück 30.000 Mal passen und er passt das Ding einfach nicht. Hey, der war aus, sehr schön. Jordi Alba. Fabregas. Spiel doch Paco an. Wie soll ich, wie soll man Gedankencontroller machen? Das wäre dann ein bisschen, das wäre ein bisschen einfacher. Irgendwann bei den FIFA 15 E-Sports Meisterschaften. Nein, nicht FIFA 15, sondern bei den FIFA 27 E-Sports Meisterschaften. Gewinnt der, der das beste, der die besten Gedanken hat. So, jetzt bitte hol dir den Ball. Und wenn du es nicht schaffst, gehst du bitte hinterher. Versuchst dann den Ball durch eine Grätsche zu kriegen, auch wenn er den Ball abpasst. Spätestens jetzt attackieren alle. Vor allem mal die ganze Abwehr nach vorne. Gut. Kommt doch, aber Paco kommt ja sogar zum Kopfball dran, aber gut gehalten von Modigin. Ding, Ding, keine Ahnung. Und den hat er gut gesehen. Wird angeschossen und der Ball rudelt jetzt aus. Jordi Alba. Ja, man kann es ja mal probieren. Jesus Navas. Ja, wenn man ihm dabei zuguckt, denkt man, das sei ein Kinderspiel. Ich kann nicht dieses Schnelle nach hinten ziehen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh Gott, und wenn du so den Ball dann nicht kriegst, obwohl du ihn eigentlich schon theoretisch vor deine Füße liegen hast, dann kriegst du den trotzdem nicht. Das ist natürlich eine nervige Angelegenheit, ey. Da grätscht man und kriegt den scheiß Ball nicht. Oh. Gut abgeblockt die Flanke. Thiago. Es geht dann der ganzen Mannschaft zu schnell. Diesmal wäre sogar Vorteil für uns gewesen. Was ist denn das? Also ich bin heute nicht so gesprächig, auch im nächsten Part noch nicht, weil das sind halt zwei Länderspiele, das ist unwichtig. Mehr sogar als unwichtig, denn das ist ja, wie gesagt, wie so ein Freundschaftsspiel von der ersten Saison. Also von Anfang einer Saison, wenn man da drei, vier Freundschaftsspiele hat. Deswegen hätte ich diese beiden Länderspiele auch ausfallen lassen können, aber ich bringe die einfach zusammen hoch und das reicht dann. Kann man sich das anschauen, aber man kann es auch sein lassen. Erstmal raus, das Ding. Denn es war schon gefährlich genug, kann man sagen.
Ach, gut gehalten, so Casillas. Oh Gott. Casillas muss ihn haben. Junge, ich dachte gerade, lässt ihn wieder los. So, jetzt muss ich irgendwann mal wieder den Ball erobern. Das ist sowas von nervig. Das kriege ich jetzt gar nicht mehr hin. So, vielleicht jetzt mal. Kann vielleicht mal schnell gehen. Es sind jetzt nur noch wenige Minuten zu spielen. Und beide Mannschaften haben noch Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Das kann nicht wahr sein, ey. Au! Das war nochmal schön gespielt, aber jetzt so kurz vor Schluss kann man ja nochmal wechseln, ne? Man kostet damit, vielleicht macht er ja noch ein direktes Kopfballtor. Martha lass ich mal spielen. Eckball könnte die Führung werden. Vielleicht ist das jetzt schon sowas wie die letzte Chance, so kurz vor Schluss. Nein. Oh, und der Schiri, der pfeift ja mittlerweile alles. Du kannst nichts mehr machen. Das waren die letzten drei Spiele schon so. Du berührst deinen Gegenspieler und fortfahren. So, pack ihn noch einmal an, Junge, dann ist aber hier, ey. Ich sag's dir. Ja, komm, scheiß drauf. 1-1 gegen Russland. Nur ein Leben. Viele Tore gibt es aktuell gar nicht so in den letzten Spielen. Ja, kann man wieder sehen. Also viel war da jetzt nicht. Ne? Aber wir sind dann sofort wieder, denn ich zeige das nächste Länderspiel auch direkt hier nach. Also noch in diesem Video. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Passend zum Anstoß direkt. Ich habe mal den Spiel, den Skill-Teil und das andere Gedöns alles rausgelassen. Denn somit wird das Video nicht allzu groß und somit die Upload-Zeit auch nicht so groß. So, es geht also im Santiago Bernabeu gegen die Amis. Und da ganz ehrlich, also, auch wenn das Spiel unwichtig ist, weil es eh um nichts geht, aber hier würde ich doch schon gerne gewinnen. Aber ich befürchte da so wieder einiges, dass es nicht so wird, wie ich es haben will. Ja, Alcacer stand da jetzt auch irgendwie so planlos im 16er rum. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln.
Und dann will ich immer so spannschussmäßig schießen. Aber dann stockt er immer ab. Ich kapiere das System nicht irgendwie. Ich drück nächstes Mal einfach nur schießen. Dann verlegt den Ball nicht so dumm. Das ist doch unmöglich. Das ist doch unmöglich! Oh, ey, das ist doch irgendwie so eine richtige Wichs-Scheiße. Das ist so, ey, da dreht sich mir der Kopf dreimal um. Und ich bin trotzdem nicht tot, ja? Das ist dann wie der Exorzist. Wirst du dich jetzt vorstellen auf dem Stuhl? Aber ich check das auch nicht. Irgendwie bewegen sich die Spieler langsamer als die beim. Als die bei den Amis. Oh, kann man mal pfeifen. Oh, richtig. Weil der Schiri mal was für uns gepfiffen. Das freut mich sehr. Fabregas. Ja, der darf ruhig schießen. Mal gucken, ob ich mal wieder einen Freischuss zurückkriege. Hab ich lange nicht mehr. Mit Verfahren und Fuchs habe ich das eindeutig, habe ich das recht gut hingekriegt, finde ich. Wieder abgewehrt. Mann! Doch, komm schon! Jetzt kämpfen sie um den Ball. Javi Martinez. David Silva. Das ist klasse gemacht, wie sie sich denn. Was ist das denn? Mann! Wenn er will, kann er den Ball annehmen, aber. Plus, also immer mit der Ruhe, also muss gar keinen Stress machen. Was den Ball wieder machen, Fehlpass. Boah, ey, das ist ja irgendwie nicht toll. Was macht Navas da im Mittelfeld? Er soll sich außen rumtummeln, aber nicht im Mittelfeld. Jawoll! So sieht's nämlich aus. Und so sieht das dann aus, wenn ich mal ein bisschen was vernünftig spiele. Jetzt nicht direkt einen Anschluss kriegen. Dich her. Ach ja, übrigens, ich habe dich her mal spielen lassen für Casillas. Boah, schade. Ich schieße jetzt immer so. Dann ist das irgendwie sicherer. Dann gehe ich nicht die riskante Möglichkeit ein, dass sich da wieder jemand ausruht. Oh Mann! Ey. Ich hänge circa 1 mm Abstand zum Desktop hin. Das ist Zockerfeeling. So. Mensch. Silva. Nee, der soll den mitnehmen und nicht dumm rumstehen. Und man kann auch wenigstens davon ausgehen, dass wenn man jemanden anspielt, dass der wenigstens zum Ball geht. Oder muss man das selbst auch noch machen? Also, ich meine, dass der Ball dann... Also, der Ball ist ja schon fast angekommen gerade. Dass der Spieler dann sieht, oh, da kommt ein Ball zu mir, den könnte ich vielleicht mitnehmen. Schade. Unmöglichkeit. Oh. Einwurf.
Ja, ungefähr so. Na, lässt du deine Hände weg da? Och mein Gott, ey, das kann doch nicht wahr sein. Wer klebt denn bitte so an Iniesta wie eine Klette da? Scheiße, hätte ich früher spielen müssen. Dann wäre er durch gewesen. Na was, komm schon, jetzt mal Dampf. Dann trifft er den Ball sogar noch. Mein Gott, wie geht das denn das? Ich muss mir mal nachgucken, wie die leichtesten Tricks gehen. Ich glaube, damit vereinfache ich mir die Welt hier in Weltklasse eindeutig. Oh, ich lasse mir einfach nächstes Mal von Gerrit beibringen, weil wir bald. Oh, was ist das denn? Oh, der kriegt der muss eine Kiste ausgeben, er steht fest. Das steht auf jeden Fall fest. So. 1-1 zur Pause, aber wenn ich jetzt mal auf die aktuelle Analyse gehe, haben wir dann doch eindeutig das Bessere gezeigt. Och mein Gott, ey. Hier, einmal festgehalten, dann waren wir faul. Schnell fertig werden. Denn gerade läuft die vor total. Nein! Cordi Alba. Hier sollte eher sagen, gerade eine beliebte Show mit Stefan Raab. Es ist nicht eine, ja, eine Samstagabendshow, sag ich's mal so. Welche Show ist gemeint? Bitte beantworten Sie die Frage innerhalb von 5 Minuten. Und schreiben Sie die Antwort hier unten in die Kommentare. Ich habe es ja gerade eh schon gesagt, also ist das eh hinfällig. Es gibt Eckball für die Amis. Gott, wie kann man denn. Oh, ich hab schon das Tor gesehen, ey. Da kann ich nur sagen, wie kann ich mich denn so verschätzen? Iniesta. Ist er. Jawollek. So muss das aussehen. Beziehungsweise so kann das mal aussehen. Sehr schön. Wir sind die Grundlinie, Flanke, bisschen weiter vom Meter entfernt gebracht und dann der Kopfball von Paco und der geht vernünftig rein.
Jetzt kann man ein großes Transparent drauf halten, wo drauf steht: Ami, go home. Nein, das war kein Abseits, Schiedsrichter. Mann. Wir wollten eigentlich schon früher spielen. Und dann, ja. Spielt das Ding natürlich jetzt wieder quer, so wie ich es nicht haben wollte. Deswegen. Ja, ist geil, wenn man das Spiel mit seinem Gedanken kontrollieren kann. Müssen wir mal aufpassen. Aber wo sollte das? Da wollte ich eigentlich auch. Vielleicht habt ihr es ja gesehen, unten links am Bildschirmrand wollte Paco laufen. Oder Iniesta, ich weiß nicht ganz genau, wer das war. Aber er visiert natürlich erstmal wieder nur den näher stehenden Mann an und will da irgend so ein komisches Ding spielen, was sowieso nichts bringt. Wieder kurz gepasst. Und der spielt ab auf die Außenposition. Beide Rangelei und der Ball. Gut. Die können da hinten noch vier Leute stehen. Iniesta. Ein bisschen weiter nach rechts hin. Chip. Wäre doch gar nicht so schlecht gekommen. Alter, ey. Die stehen alle wie eine Wand. Du rennst eigentlich nur gegen so eine Wand. Wollte gerade sagen. Ganz schnell ausgeführt, der Freistoß. Iniesta. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Jesus Navas. Teams haben sich nicht allzu viel geschenkt bislang. Da dürften die letzten Minuten noch mal so richtig spannend werden. Oh Gott, das war schon wieder richtig schlecht. Aber gleich ist geschafft. Das ist der schlimmste Part jemals. Okay, der schlimmste Part jemals war, ich würde fast sagen, die Niederlage im Supercup. Einfach nur, weil die so bitter war. Wenn man das auf den ganzen Channel bezieht, die ersten 40 Folgen von League of Legends, weil war einfach nur sowas von dumm. Also echt. Keine Ahnung vom Spiel, Hauptsache zocken. In dem Sinne war das circa so. Oh Gott, ey, willst du mich verarschen? Mit seinem Burgerfett an und wämmst mich da weg. Nein, fick dich! Och, Mann, ey.
Jo, den hält er natürlich. Lässt Silva da ordentlich einen hintersetzen und der Torwart fällt wie eine Bahnschrank und hält. Ball an, spielen wieder draußen. Och, come on. Das gibt's doch wohl nicht. Oh, ach Mann, ey. Naja. Scheiße, ne? Egal, halt, war eh unwichtig, also wir sehen uns dann, würde ich fast sagen, beim nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.